Ein Geniestreich war die Verabschiedung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949, die nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Zusammenbruch auf dem Gebiet der drei westlichen Besatzungszonen entstandenen Bundesländer legten nämlich nichts weniger als den Grundstein für die Rückkehr des Völkerrechtssubjekts der deutschen Nation. Analog zur Auflösung des Staates Preußen durch die Alliierten hätte es auch in der Luft gelegen, die Idee eines geeinten Deutschlands verschwinden zu lassen, dem Preußen 1871 eine Klammer gegeben hatte. Obwohl die westdeutschen Bemühungen um eine Wiederherstellung ihrer Staatlichkeit diesseits des Eisernen Vorhangs von den Alliierten mit Argusaugen beobachtet wurden, ist es eine Legende, die Verfassung sei ein Oktroi oder ein Import vermeintlich fortschrittlicher Nationen des Westens. Tatsächlich ist das Grundgesetz eine direkte logische Fortentwicklung auf der Linie deutscher Verfassungstradition von der Paulskirchenverfassung bis zur Weimarer Republik. Der im Grundgesetz ausgeprägt berücksichtigte Föderalismus zeichnete trotz der Dominanz Preußens bereits das Bismarcksche Reich aus. Die Schöpfer des Verfassungstextes garantierten den Deutschen ihre Grundrechte und Freiheiten, ferner sicherten sie die junge Republik gegen erneute totalitäre Gefährdungen ab. Mit dem Verfassungsgericht schufen sie eine mächtige Kontrollinstanz, wenn auch Gestaltungsmöglichkeiten der Politik durch eine sich später ausdehnende Richtermacht kritisch verengt wurden. Historisch ist die Betonung des provisorischen Charakters, den die Bezeichnung Grundgesetz unterstrich, sowie die in der Präambel formulierte eherne Verpflichtung auf das Staatsziel der Vollendung der Einheit der Nation. Wenn es auch bis zum 9. November 1989 dauerte, bis sich spät die Chance der Wiedervereinigung bieten sollte. Zusätzlich formulierte das Grundgesetz nicht irgendeine beliebig auf ihrem Gebiet zugereiste Teilbevölkerung zum Souverän des Staates, sondern das konkrete deutsche Volk, einschließlich der Teile, denen die Mitwirkung versagt war. Darum beißen sich die Ideologen einer Open-Border-postnationalen Beliebigkeit am Grundgesetz noch die Zähne aus. Die Bereitschaft, sich im demokratischen Prozess überstimmen zu lassen, hängt auch von der Existenz einer relativen Homogenität ab, wie es der Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde treffend formuliert hat, die jedoch in den letzten Jahrzehnten durch eine unkontrollierte Masseneinwanderung fahrlässig aufs Spiel gesetzt worden ist. Im Jahr seiner Schöpfung war der Grundkonsens, eine Nation sein zu wollen, noch selbstverständlich, von links bis rechts. Dieser Klammer sollten wir uns mit Freude erinnern und ihre Erhaltung sichern.